Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass wir jetzt ein bisschen mal Sachen benutzen, die wir selten benutzen, gar nicht noch nicht benutzt haben, die wir gekauft haben, die im Schrank stehen, aber da werden sie ja nicht besser. Ja, ich habe, heute dreht sich alles um diesen Tiefenprägefolder und ich habe damit diese Karte gemacht. Die Idee habe ich von bei Pinterest gesehen und ich habe sie nur nachgebastelt. Das ist einmal in Schiefergrau. Die Kirschblüte. Ja, die Karte. Dann habe ich eine in dieser neuen Magenta-Farbe gemacht. Mit Anthrazitgrau. Dann habe ich eine in Sommerbeere gemacht. Ich finde, dass wir die ein bisschen vergessen, die alten in Colorfarben. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme das mal wieder auf. Ja, und heute dachte ich mir, wir basteln einmal in Aquamarin mit Abendblau. Dachte ich mir so. Geprägt habe ich dieses weißen Aufleger schon. Ich habe schon alles soweit zugeschnitten, auch die, damit es nicht alles so lange dauert. Ja, und dann würde ich sagen, ich habe benutzt diesen Kreis, und zwar diesen hier von Lagenweise Kreise, den zweitgrößten. Das ist der Prägefolder, den ich benutzt habe. Und ich habe, jetzt ist es weg. Ah, da. Und wir werden diesen von bezauberten Etikett werden wir benutzen, das werden wir uns ausstanzen in diesem Grün, in diesem, ja, Aventurin-Grün. Ja, ist halt grün, gell? Ja, gut, da brauche ich mal kurz einen Streifen. Okay, da schneide ich mir gleich noch einmal ein 8x8 Viereck aus für meine Farbbox. Das habe ich nämlich noch nicht ergänzt. Da habe ich alle meine Muster von Papieren drin. Habe ich mal bei der Sonja Schulte gesehen. Und da habe ich mir das auch gemacht. Bei ihr heißt es, glaube ich, Farbmix oder Farbmix Max oder irgend sowas, keine Ahnung. Auf alle Fälle habe ich die Idee aufgegriffen und habe mir auch eine Box gebastelt. Und diese Box, da sind also alle Farben drin. Ich habe da noch Faltkartenfarben drin und sowas, ja. Also alle meine Farben von Farbkarton habe ich hier drin. Und die neuen habe ich noch nicht gemacht. Gut, egal. Das ist ja jetzt nicht der Sinn der Sache, sondern wir stanzen aus. Schnell den Swirl. Ich bin gleich wieder bei euch. So, da haben wir. Voilà. Ich glaube, jetzt habt ihr wieder meine Haare im Gesicht. Im Bild gehabt, aber das ist ja egal, ne? Also mein Kopf, ich sehe es so, wie es ist. Ich bin kein Profi, ich habe bloß so eine Handyhalterung. Ja, mei. Es ist, wie es ist. Gut, ich würde sagen, ich stempel das schnell. Dann kann das derweil ein bisschen trocknen. Ihr seht, ich habe schon ein paar mehr gemacht. Also ich habe schon viele, also ihr habt ja die drei Karten gemacht. Und da seht ihr auch, dass ich da schon... Also, so, ich muss jetzt da mal ein bisschen gucken. Ich weiß, jetzt seid ihr wieder nicht im Bild. Oh, wollen wir ein bisschen euch rücken, so vielleicht. So, dann gucken wir mal. Jawohl, prima, oder? Ja, dann machen wir unseren Stempel gleich mal sauber. Ich glaube, ich muss da mal eine Nachfüllung machen, weil jetzt wird es langsam lästig.
So, Nummer 1. Dann tun wir gleich noch den Aufleger, den ich gleich stempeln. Dann haben wir es gleich soweit alles weggeräumt. Da mache ich in den Aufleger, mache ich ja diese, hoppala, so, Blume rein. So. Wunderbar. Machen wir auch kleiner sauber. So, und ich würde sagen, in dem Abendblau werden wir uns das stempeln. Ich habe es jetzt sonst immer an die, also ich habe immer den, die Farbe anhand von der Grundkarte gemacht. Und hier ist ja jetzt die Grundkarte, wäre ja jetzt dann Abendblau. Da muss ich kurz über euch drüber reichen und mir mal meine Stempelkissen Abendblau holen. Wunderbar, das ist eine satte Farbe. Das sehe ich jetzt schon. So. Wunderschön, oder? Schon. Also Abendblau gefällt mir schon sehr gut. Das Magenta, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich ein bisschen mit mir gezögert. Aber ich am Ende, wie sie fertig war, die Karte, muss ich sagen, war ich begeistert. So, Della, dann nehmen wir uns jetzt hier unser Aventurin-Grün und einen Mischstift. Ein schwieriges Wort für mich. Und machen wir mal die Blume. Ich weiß, dass Mondblumen rot sind und nicht blau, aber mei. Es ist nun mal so, ich will mal diese Farben benutzen. Na? Aber ich weiß, dass Mondblumen rot sind, nicht blau. So. Jo. Wisch mal ab. Dann haben wir die noch hier, die Blütenblätter. Aber wenn wir jetzt immer so nur nach der Farbe basteln würden, was die Natur wirklich hat, ja, dann, das weiß ich ja nicht, ne? Da würden ja alle Farben, alle Karten gleich ausschauen. Also ich glaube nicht, dass das der Sinn des Erfindens war. Gut, deswegen gibt es bei mir heute Aventurin grüne Mondblumen. Ja, so schaut's aus. Ja, es dauert jetzt leider ein bisschen, bis ich die alle ausgemalt habe, ne? So lange kann ich euch ja irgendwas erzählen. Ja, was erzähle ich euch? Ja, also ich hoffe, dass ich mit den Farben, mit den neuen Farben, mit den neuen In-Color-Farben noch viele schöne Sachen basteln kann. Im Moment bin ich ein bisschen erfolgslos. Ich möchte jetzt dann mal noch probieren, diese Sonnenblume mit diesem Hummelgelb. Weil das würde mich ja auch mal interessieren, wie das zur Wirkung kommt, ja. Das muss man ja ganz ehrlich immer sagen. So, dann die noch hier. Und den. Fertig, würde ich sagen. Jawohl, und jetzt gehen wir ans Kleben. Und da kleben wir zuerst, allererst kleben wir unsere erste Mattung auf. Das müssen wir noch ein bisschen trocknen. Ja,
Ja, ich klebe das gerne mit Flüssigkleber auf. Ich nähe gerne. Ich vergesse es eigentlich immer, den Kleberoller zu nehmen. Aber es ist auch so, man kann es dann noch ein bisschen rücken, ne? So, was haben wir gesagt? Drei Ecken. Wenn drei Ecken passen, passt die vierte auch. So schaut's aus. Dann kleben wir gleich den noch ein. Na komm raus jetzt hier. Machen wir jetzt hier kein Theater. Was mir an deren VBS-Kleber gut gefällt, ist, dass der nicht so bappt wie der Tombow. Also der Tombow, der macht mich närrisch, wenn ich da was an die Hände habe und es klebt und bippt alles furchtbar. Also echt so nervig. Und der VBS-Kleber, der klebt auch schöne dünne Streifen. So, fertig. Jetzt kleben wir dann gleich unseren geprägten Aufleger drauf. Ich hoffe, ich bin im Bild. Bin ich im Bild? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich hoffe, ich bin euch im Bild. Das ist natürlich ein bisschen mein Manko, dass ich immer ein bisschen gerne aus dem Bild rutsche. Ja. So, Della. Ich glaube, ich bin im Bild. Ein wunderschöner Prägfolder ist das, oder? Also mir gefällt er total gut. Es wäre noch mal auszutesten, wie das ausschaut, wenn man den jetzt in so einer neuen Color, In-Color-Farbe prägt. Wäre vielleicht auch noch mal eine Idee, oder? So, ich klebe den jetzt hier gleich auf. Nee, das klebe ich jetzt nicht auf, Entschuldigung. Ich habe es mir anders überlegt. Ich klebe jetzt erst den Kreis in den Kreis. Komm raus da. So. Seht ihr, was ich mache? Ich glaube schon, ne? Naja, ihr könnt mir das ja sowieso nicht beantworten. Das sehe ich dann, wenn ich es auf dem Rechner ziehe, ob es was taugt hat. So, und dann schneide ich jetzt das hier aus. Ja, ich habe jetzt eigentlich schon einmal überlegt, es wäre eigentlich auch eine Möglichkeit, das hier so abzuschneiden und dann hier so drauf zu kleben, aber dann sieht es irgendwie nicht mehr schön aus. Also wir schneiden es aus. Ich habe das ja bei allen anderen auch ausgeschnitten. Und dann schneiden wir das jetzt auch aus. Ja, so. Ich meine, wie man ausschneidet, das wisst ihr ja, ne? Also, wenn ich jetzt, bin ich im Bild? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt nicht im Bild bin, mei, da sage ich immer so, wie man ausschneidet, das weiß man ja, oder? Also, da müsste man ja nicht zugucken unbedingt. Könnten wir auch das Video anhalten, aber da, ne, habe ich keinen Bock drauf. Wir lassen das durchlaufen, wir sind live dabei, ne? Also, ich tue nicht gerne meine Videos unterbrechen, also mal auf Pause drücken, wenn ich hier was ausstanzen gehe oder so. Aber selbst da habe ich heute das laufen lassen. Ja, immer mal was Neues. Da wird es nicht langweilig, gell? So schaut es aus. Ja. So, dann gleich haben wir es. Und dann kleben wir es nämlich auch gleich auf. Jetzt habe ich da eine Kante reingeschnitten. Naja, egal. Die können wir noch ausmerzen dann. So, können wir jetzt hier noch ein bisschen ausmerzen. Den Fehler. Ja, toll. Findet den Fehler. Ich habe ihn schon gefunden, aber er lässt sich nicht abschneiden. Jetzt. So, weg damit. Brauchen wir eine kleine Flasche Kleber.
da muss ich auch mal noch eine andere Erfindung hier machen. Weil diese Flasche, die geht mir mit der Zeit auch auf den Nerv. Also ich nehme jetzt da meine Pinzette, hebe das hoch und klebe das auf oder nie auf. Yeah. Ja, wenn es gehen soll, dann geht es nicht, gell? That's it. So. Dann kleben wir jetzt das gleich da drauf. Na. Geht es euch auch immer so, dass ihr die Flasche immer so klopfen müsst oder so schütteln müsst, dass da endlich was sich der Sand, der Kleber wieder, der Sand, oh jetzt geht's los. Der Kleber wieder runterrutscht. So. Jo, passt. Machen wir mal die Kleber hier zu. Gerade bei den Glanzflaschen, da ist das immer so ein Drama. Schmeißen wir weg. So, jetzt haben wir das hier soweit fertig. Jetzt stanzen wir uns noch da Blüten aus. In den Grün, im Grün. Dann nehme ich diese Stanze. Ich habe da mal so ein Viererset irgendwo bei eBay, glaube ich, ersteigert. Also es war wohl schon, die waren wohl schon nicht mehr im Sortiment. Die gab es wohl schon nicht mehr, dann habe ich sie gekauft. So, dann, da ist sie. Habe ich hier so ein Stückle Filz. Das nehme ich immer, wenn ich die Blumen so ein bisschen, ich habe das also schon immer. Ich habe hier so ein Tool. Und dann drücke ich das hier so rein. Mit dem größten sozusagen. Und dann mache ich mir das jetzt mit Kleber drauf. Nehme ich wieder meine Pinzette. Ja, geh her. Man darf natürlich nie, die sollte man nicht in den Mund nehmen, aber mei, es ist halt so. So, dann kleben wir das da auf. Solange mir nicht der Mund zuklebt, ja, ja mei. So, da drauf. Ich tue das dann noch so ein bisschen mal andrücken. Und die dritte. Klebe ich hier oben drauf. Ich nehme da immer so ein bisschen einen breiteren Rand. Hoppala. So. Jetzt lassen wir das ein bisschen trocknen. Da hole ich derweil die Dimensionals. Da brauchen wir drei, also ich nehme drei Stück. Kann auch jeder machen, wie er mag. Ich nehme drei Stück. So. Machen wir das. Jetzt kleben wir uns erst noch unsere Perlen auf. Ich denke, warum der nicht abgeht, der ist auf der anderen Seite. Ach komm, geh her hier. So. Voilà. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Und weil es so schön ist, machen wir da auch noch was hin. Dann machen wir dann, haben wir noch ein bisschen größere Perlen. Ich glaube, ich habe auch noch größere Perlen. An der Seite weiße. Nee. Aber Herzen ist doof. Nee. Gut.
Herzen nehmen wir nicht, weil so eine Karte kann man auch einem Mann schenken, ja. Und da ist es dann also nicht, vielleicht nicht so angebracht, wenn man da ja, wenn man da wie hier so Herzen drauf hat, ne? Also das bekommt definitiv mal eine Frau. Und da kann ein ja ruhig Herzeln da sein, ne? Sag ich jetzt immer so. So. Jetzt kleben wir das hier auf. Das sollte ein bisschen mittig sein, wenn es denn geht. So. Und ich sag's euch, sage weng, fertig. Die Karte ist fertig. So schnell kann man eine Geburtstagskarte zaubern. Die ist wirklich schnell gemacht. Und ich habe jetzt da, wie gesagt, mal das benutzt. 9 Farben. Ja, ich finde es schön. So, das war's von mir. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video, gell? Tschüss!